Nächste Rednerin Dagmar Belakovic, Jenewein von der FPÖ. Herr Kollege Hagen, ja, Sie haben vieles Richtiges gesagt. Es ist wichtig, dass es für alle gleich ist, dass es transparent ist. Was wir derzeit erleben, auch das ist heute schon gesagt worden, ist ja, dass es in unterschiedlichen Bundesländern auch zu unterschiedlichen Zusatzförderungen kommt, was immer diese Wanderbewegungen bewirkt. Also vor allem Wien ist sehr beliebt, aber auch Oberösterreich, andere Bundesländer, die weniger auszahlen, sind hier weniger beliebt. Soweit stimme ich mit Ihnen überein. Nicht mehr stimme ich mit Ihnen überein, wenn Sie vom Gesetzesvorschlag der Kollegin Schwendner sprechen. Der will nämlich das Ganze jetzt in Wahrheit viel intransparenter machen. Denn im Artikel 8 des Bundesverfassungsgesetzes ist beispielsweise die Jugendwohlfahrt geregelt. Und wenn ich jetzt nur daran denke, wie intransparent das teilweise ist und wie wenig Möglichkeiten wir als Bund hier haben, überhaupt noch etwas zu erfahren, dann möchte ich das überhaupt nicht dort drinnen haben. Punkt 1. Und das unter Hauptkritikpunkt und warum wir bei diesem Gesetz nicht mitgehen werden, ist ja, und das hat die Kollegin Schwendner hier in ihrer Wortmeldung ja eigentlich auch gesagt, dass es beispielsweise bestimmte Regelungen, die es in Ländern gibt, so wie in Oberösterreich der Beschluss, dass es eben für Asylberechtigte verminderte Mindestsicherung gibt, das soll damit sozusagen überbordet werden, dass es damit ausgeschalten werden. Entscheidungen der Länder. Darum geht es, und Sie haben es ja de facto auch hier gesagt, und das ist etwas, was wir nicht wollen, weil ich glaube, dass es einfach auch der falsche Weg ist. Und wir sind in einer Situation, wo wir an unsere Grenzen kommen werden. Horchen Sie einfach nur zu, Frau Kollegin. Sie wissen genau wie wir alle, Österreich ist jenes Land, das nicht nur eines der beliebtesten Länder ist, sondern wahrscheinlich im letzten Jahr neben Deutschland und Schweden die allermeisten dieser Migranten aufgenommen hat. Wir kommen jetzt in eine Situation, wo die dann schon langsam den Asylstatus erhalten und alle in der Mindestsicherung landen werden. Und das werden wir auch auf Dauer nicht leisten können. Und bei allen Diskussionen, die wir gestern hier herinnen auch geführt haben, ist mir eine Frage permanent abgegangen. Warum ist denn Österreich so beliebt? Das ist mit ein Grund eben diese Mindestsicherung, weil bei uns das soziale Netz eben sehr eng gebunden ist. Und genau da müssen wir ansetzen, denn wir werden es nicht leisten können, jedes Jahr 100.000 Menschen aufzunehmen. Das wissen Sie ganz genau, das wissen alle hierherinnen, die ehrlich sind. Und daher müssen wir auch an unserer Attraktivität ein bisschen arbeiten, also sozusagen hier für diese Zuwanderer eben weniger attraktiv zu werden. Und das macht auch Sinn. Und zu glauben, man kann jetzt mit einem Bundesgesetz das überrollen, was hier Länder beschließen, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, also das ist ein Weg, den werden wir nicht mitgehen. Und ein Wort möchte ich Ihnen schon noch sagen, weil Sie auch zu Recht kritisiert haben, dass es eben keine einheitlichen Regelungen gibt. Man sollte einfach auch danach schauen, und Sie sind in Wien in einer Landesregierung, und die Wiener Grünen brüsten sich damit, dass es in Wien die höchste Mindestsicherung für Kinder gibt. Also das ist ja auch ein Anziehungs- und ein Magnetpunkt, und das führt zu Zuständen, dass Wiener Familien, die in der Mindestsicherung mit drei Kindern hängen, über 2.000 Euro im Monat bekommen. Sie stellen sich dann heraus und sagen, das wenige Geld. Also ich möchte einmal ganz ehrlichweise fragen, wie viele Familien mit drei Kindern glauben, sie können sie über so viel Geld verfügen. Österreich müsse für Zuwanderer in puncto Sozialleistungen weniger attraktiv werden, fordert Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ.